Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Menschen. Mein Name ist Michael Waletzko und ich begrüße euch zu einer außerordentlichen Sendung hier bei Menschenfischen. Diese Sendung ist ein wenig in eigener Sache und zwar möchte ich darum bitten, wenn ihr könnt, für meinen Opa zu beten, Opa Paul. Er ist heute um 3:15 heute Mittag gestorben. Ja, und ich möchte euch ein paar Sachen über ihn erzählen, was diesen meinen Opa so besonders gemacht hat. Als Kinder haben wir nicht viel mit Opa zu tun gehabt, also auch wenn wir nicht weit voneinander entfernt haben, es gab nicht so eine Beziehung zwischen Opa und Enkelkindern, dass man irgendwie zum Opa gefahren ist und da irgendwie geschlafen hat und was mit Opa unternommen hat oder sowas. Ich komme aus einer Familie, wo es Landwirtschaft gab. Mein Opa hat sein Leben lang ein Pferd gehabt, Kühe gehabt, Schweine, einen riesengroßen Garten, wo die angebaut haben, Gemüse angebaut haben, welches sie dann verkauft haben auf den Wochenmärkten. Also als Opa noch fit war, ist er mit dem Pferd und mit so einer Fuhre, mit so einem Pferdewagen voll mit Gemüse. Um 3 Uhr morgens sind die schon losgestartet Richtung Wochenmarkt und haben dort das Gemüse verkauft. Das heißt, er war sehr, sehr fleißig. Er hat immer gearbeitet. Er ist regelmäßig in die Heilige Messe gegangen. Er hat den Glauben ernst genommen, auch wenn er nie darüber gesprochen hat. Er hat im Orchester gespielt. Seine Trompete habe ich immer noch hier. Ja, das ist die Trompete von meinem Opa, die hat er mir geschenkt, weil ich Trompete mal lernen wollte. Bis heute nicht dazu gekommen, aber irgendwann mal werde ich einen Lehrer suchen und mir wenigstens ein paar Skills zeigen lassen. Nun, Opa war wie gesagt im Orchester, im Kirchenorchester, ist regelmäßig in die Heilige Messe gegangen, hat täglich den Barmherzigkeitsrosenkranz gebetet und den Rosenkranz. Als ich mich bekehrt habe, muss ich sagen, haben wir zum ersten Mal miteinander gebetet. Das war so vor 2 Jahren ungefähr. Habe ich gesagt, Opa, Oma, sollen wir nicht zusammen Barmherzigkeitsrosenkranz beten? Und dann haben wir das gemacht. Und das ist etwas, was ich euch ans Herz legen möchte, ihr Opas und Omas da draußen, dass ihr mit euren Enkelkindern betet, dass ihr ihnen das Gebet beibringt, dass ihr ihnen über Gott erzählt, von Gott erzählt, von dem Vertrauen, welches ihr auf Gott habt, damit die Kinder wissen, Gott ist nicht irgendein Figürchen, wo wir mal beten, wenn es uns schlecht geht und ansonsten, dass wir ihn nicht brauchen, sondern dass die Kinder einen Vater im Himmel haben, dass sie wissen, dass sie einen Vater im Himmel haben, dass sie diesen Vater im Himmel kennen, dass sie eine Beziehung zu ihm aufbauen. Und Omas und Opas sind sehr, sehr gut, um den Kindern Gebet beizubringen, um den Kindern von Gott zu erzählen, damit die wissen, dass dort jemand ist, auf den sie sich verlassen können. Mein Opa, 1997 wurden wir überflutet in Polen. Wir haben dort noch ein Haus und mein Opa und meine Oma, die haben auch noch ein Haus dort. Also klar, die wohnen ja dort. Und 97 kam eine große Flut, wo die Oder überschwappte, wo ganz, ganz viele Dörfer unter Wasser standen. Unter anderem unser Haus und das Haus von meinem Opa. Und was ich sagen muss über meinen Opa ist, er hat sich nie beschwert. Ich kenne nicht einen einzigen Tag eine Situation, wo mein Opa sich beklagt hätte über irgendetwas. Egal was war, er hat die Dinge so genommen, wie sie kamen. Er hat das getan, was er tun konnte, hat sich nie beklagt. Nie. Nie hat er auf Gott geschimpft. Nie hat er auf andere geschimpft. Klar, manchmal hat er sich aufgeregt, mal auf den Tisch gehauen und Rambazamba, da hat es gerappelt. Opa war ein ziemlich stabiler Typ, bestimmt 120, 130 Kilo, ganz locker. Richtiger Kerl, der hat das Feld mit dem Pferd bearbeitet. Das heißt, morgens früh aufgestanden, Pferd fertig gemacht, hinten den Pflug dran und gib ihm stundenlang. Hat so eine Zigaretten geraucht, früher noch, so ohne Filter. Aber der hat nie auf Lunge geraucht, weil er gesagt hat, Junge, davon kriegt man Lungenkrebs, das ist ungesund, wenn man richtig inhaliert. Er hat da nur so rumgepiffkert. Und damit da irgendwas qualmt, hat sich sein Kraneberger mitgenommen aufs Feld, ein paar Brote
und hat die Felder bestellt und fertig gemacht. Man muss sagen, 60 Jahre Ehe hat Opa mitgemacht. Und letztens, als ich dort war mit meiner Freundin Chiara und ihrem kleinen Sohn, saß meine Oma da. Ich zeige euch jetzt mal das Bild. Saß meine Oma da und hat sich die Dauerwelle machen lassen. Meine Oma ist auch schon sehr alt. Hat sich die Dauerwelle machen lassen. Und ich sagte Opa, und? Wie gefällt dir das? Er guckte sie so an und sagte, richtig schön. Also mein Opa hat sehr, sehr gut Deutsch gesprochen. Meine Oma spricht auch sehr gut Deutsch. Wir kommen ja aus Oberschlesien, was ehemals Deutschland war. Und Opa hat sehr, sehr viele deutsche Lieder gesungen immer. Und das war ein Typ, mit dem man gut feiern konnte. Also er war immer derjenige, der die Trinklieder drauf hatte. Er hat gerne mal einen gehoben, aber nie so, dass man sich für ihn schämen musste. Und das hat ihn auch ausgemacht. Also öfter hat er einen gehoben. Wir haben öfter einen zusammengehoben. Aber wie gesagt, nie so, dass man sich für ihn schämen musste. Es war immer gesellig, hat immer gesungen. Warum ist es am Rhein so schön? Warum ist es am Rhein so schön? Warum ist es am Rhein so schön? Am Rhein so schön? Weil die Mädchen so lustig und die Burschen so durstig. So hat er gesungen. Es war eines der Lieder. Oder Schnaps, das war sein letztes Wort, dann trugen ihn die Englein fort. Und was ich sagen muss zu diesem Lied, Opa hat sehr, sehr häufig darüber gesprochen, dass er von 9 Geschwistern der Letzte ist. Und er sagte mir immer, ich hätte nie gedacht, dass ich so alt werde und dass ich der Letzte sein werde. Sagt er, unglaublich. Unglaublich. Alle meine Kumpels sind tot, meine ganzen Geschwister sind tot und ich bin der Letzte. Opa hat mit Oma in einem Haus gewohnt. Bis zum Schluss haben sie zusammen gewohnt, außer die letzten 2 Wochen. Da war er im Krankenhaus und kam letzten Freitag wieder raus. Meine Tanten haben sich um ihn gekümmert, um beide gekümmert, haben sie gepflegt. Und er war bis zum letzten Tag bei vollem Verstand, meine Oma ebenso. Und daran sieht man auch, wie wichtig Familie ist, dass sich die Jungen um die Alten kümmern. Während sich die Alten oder die Oma, wenn sie noch kann, um die Enkelkinder kümmert. Das heißt, dieses ganze Mehrgenerationen-Wohnen, Mehrgenerationen-Häuser ist etwas, was klug ist. Solange man gesund in einer solchen Wohnung oder in einem solchen Haus wohnen kann, Pater Dario sagt immer, man braucht eine gesunde Nähe und eine gesunde Distanz. Und solange das gewahrt ist, kann es gut gehen. Ja, Oma und Opa waren nie im Altenheim. Meine Tanten haben sich drum gekümmert. Und das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum sie beide bei vollem Bewusstsein, vollem Verstand so ein hohes Alter erreicht haben. Und als Opa letzten Freitag nach Hause gekommen ist. Er hatte irgendwas an den Nieren, an der Blase. Die haben gesagt, alles ist kaputt, also dass er nicht mehr lange leben wird, weil im Prinzip alle Organe schon sehr, sehr stark geschädigt waren. Und als er vom Krankenhaus nach Hause gefahren wurde, hat er gesagt, jetzt kann ich zu Petrus gehen. Zum heiligen Petrus, meinte er damit. Jetzt kann ich zu Petrus gehen. Und wir haben uns öfters, wie gesagt, darüber unterhalten, über den Tod oder übers Sterben, weil Opa immer so verwundert war, warum er so lange lebt. Und einmal, als er im Krankenhaus war, da ist er irgendwie zusammengeklappt und ist irgendwie ohnmächtig geworden, hat er zu mir gesagt, ich habe das gemerkt, das war so eine Wärme und so ein Licht habe ich gesehen, das war schön, hat er gesagt, das war schön. Und er hat immer mit so einer Faszination darüber gesprochen. Und dort sieht man den Unterschied zwischen einem Menschen,
der mit Gott verbunden lebt und den Menschen, die man heutzutage sieht, die panisch vor jeder Meldung fliehen, flüchten, vor dem Nächsten, vor sich selbst, vor allem. Opa hatte keine Angst vorm Tod. Warum? Weil er mit Gott gegangen ist. Er hat gebetet, hat an Gott geglaubt. Für ihn war Gott etwas so Reales oder jemand so Reales wie diese Trompete hier auf dem Tisch oder wie der Tisch, an dem ich mich gerade lehne. Und mein Cousin sagte mir heute, er hat einen schönen Gesichtsausdruck gehabt, als er gestorben ist. Und ich weiß von Schwester Margarita von Exerzitien, wo sie erzählt hat, sie hat ja sehr, sehr viele Menschen beim Sterben begleitet, wie panisch manche Leute gestorben sind, mit was für einem Schreck, mit was für einem schrecklichen Gesichtsausdruck manche Leute gestorben sind. Das heißt, auch im Sterben sieht man an den Menschen, wie sie gelebt haben, was für eine Beziehung sie zu Gott hatten und was sie auf der anderen Seite erwartet. Deshalb ist es wichtig, dass wir an einer Beziehung zu Gott festhalten, beziehungsweise an einer Beziehung zu Gott arbeiten, damit wir, wenn es irgendwann mal soweit ist, damit wir von Jesus empfangen werden. Ich habe heute zu meiner Freundin gesagt, überleg mal, es ist zwar traurig, dass Opa tot ist, aber überleg mal, der hat Jesus gesehen, der hat seinen Schutzengel gesehen, der hat die Mutter Gottes gesehen, der hat Gott gesehen. Und mit Sicherheit die verstorbenen Verwandten, die schon im Himmel sind, wenn sie im Himmel sind, wenn sie nicht im Fegfeuer sind oder woanders. Aber diejenigen, die im Himmel sind, haben bestimmt auf ihn gewartet. Und ob mein Opa jetzt im Himmel ist, das weiß ich nicht. Vielleicht muss er noch ins Fegfeuer, ich weiß es nicht. Deshalb möchte ich euch bitten, für meinen Opa zu beten. Mein Opa war ein einfacher Mann und ich stelle mir häufig die Frage, was muss ich machen, um in den Himmel zu kommen? Und die Schlussfolgerung aus dem schönen Gesichtsausdruck, den mein Opa hatte, ist, dass wir nicht über natürliche Dinge machen müssen. Mein Opa hat 5 Kinder gezeugt, mein Vater war der Erste. 4 Töchter kamen anschließend. Er lebte mit 7 Frauen auf einem Hof, also meine Oma, 4 Töchter, 2 Tanten und mein Vater hatten einen Bauernhof, haben fleißig gearbeitet, fleißig gebetet, versucht, gute Katholiken zu sein, regelmäßig gebeichtet, Rosenkranz gebetet, sich in der Pfarrei beteiligt. Es waren immer Priester zu Hause bei uns, immer Priester, die zu Besuch waren, zum Mittagessen kamen, einfach so mal vorbeikamen. Der Name Walecko war in der polnischen Pfarrei immer mit einem positiven Beigeschmack ausgesprochen worden. Und als Opa gestorben ist, kam auch ein Priester und segnete ihn, gab ihm die letzte Ölung. Und als Opa ins Krankenhaus kam, das müsst ihr euch vorstellen, oder kurz bevor er ins Krankenhaus kam, lag er auf dem Bett, war nicht ansprechbar. Da kam der Priester ins Haus, er öffnete die Augen und war bei vollem Bewusstsein. Hat die Heilige Kommunion empfangen, hat gebeichtet, hat die Heilige Kommunion empfangen. Und dann ist er wieder eingeschlafen. Dann war er wieder den ganzen Tag nicht mehr bei Bewusstsein, war nur noch so, ja, in so einem schlafähnlichen Zustand. Am nächsten Tag kam der Priester wieder, als der Priester das Schlafzimmer betrat, war er wieder bei Bewusstsein, empfing wieder die Heilige Kommunion. Und als der Priester ging, war er dann auch wieder weg. Und die Worte, die er sagte, wie ich bereits gerade sagte, jetzt kann ich zu Petrus gehen. Wenn wir uns so aus dieser Welt verabschieden, und mein Opa war, wie gesagt, ein Arbeiter, ein Mensch, der keine übernatürlichen Dinge gemacht hat. Gearbeitet, ist seinen Pflichten nachgegangen, seinen Standespflichten nachgegangen. Auch wenn er vielleicht nicht der beste Opa war, das heißt, ein Opa,
der sich so viel Zeit für seine Enkelkinder genommen hat. Das hat er nicht gemacht. Wir sind hin und wieder mal mit der Pferdekutsche gefahren. Aber ich habe ihm nichts vorzuwerfen, weil ich weiß, er musste arbeiten, er musste sich um den Hof kümmern. Wenn wir da waren, war er nett zu uns, war er ein guter Opa. Und ich vermisse nichts, was wir hätten tun können. Ich freue mich über die Dinge, die wir gemacht haben, vor allem über die Pferdekutsche mit dem Pferd, die 10 Kilometer fahren. Das war für uns, als würden wir eine Weltreise machen. Opa immer mit seinem, wie heißt das, ihr wisst, was ich meine, womit man dem Pferd hinten einen auf dem Hintern gibt, damit es ein bisschen schneller läuft. Der Max, unser oder sein Pferd, das war für uns immer cool. Ja, wie gesagt, liebe Leute, das war die kurze Geschichte von meinem Opa. Und betet für ihn, betet um Trost für meine Oma, sie weint sehr viel. Und ich bin ein bisschen traurig und auf der anderen Seite bin ich fasziniert über seinen Tod. Und in irgendeiner Weise habe ich eine Freude in mir, weil er als gläubiger Katholik mit Gebet im Rücken einer guten Familie, der Kirche, den Priestern, den Sakramenten von uns gehen konnte und jetzt mit Sicherheit auf der anderen Seite ist und erlöst ist. Ob er noch im Fegfeuer sein muss, möglich. Aber ich bin sicher, dass er irgendwann mal, wenn er nicht jetzt schon bei Jesus ist, dass er irgendwann mal zu Jesus kommt. In diesem Sinne, liebe Leute, das ist mein Opa Paul. Ziemlich kräftiger Typ. Immer gut gegessen, gut malocht, gut getrunken, gut Trompete gespielt, gut gefeiert. Bis zum nächsten Mal. Gelobt sei Jesus Christus und Maria.